Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Fantastic Toys and Merchandise Folge 254. Ich wünsche euch allen noch ein gutes neues Jahr 2013. Jetzt habt ihr rund 2 Monate auf uns verzichten müssen und da sind wir wieder. Ja, der Urlaub ist vorbei. Leute, es ist kalt draußen, nass, dunkel. Ich vermisse den Strand. Die letzten 7 Wochen gab es keinen Tag, wo es unter 25 Grad hatte in der Nacht. Wohlgemerkt in der Nacht. Und hier gibt es keinen Tag. Naja, reden wir nicht drüber. Leute, ich habe euch was mitgebracht. Was ganz toll ist. Vielleicht passt nicht ganz so fantastisch, aber in Asien gibt es so kleine Figuren. Die haben ja ein Faible für alles, was mit Mario zu tun hat. Und in Saigon, heute Ho Chi Minh-Stadt, der Hauptstadt Vietnams, habe ich in einem Kaufhaus, hier, man hört, der Kapitalismus zieht auch dort ein, diese Figuren gefunden. 13 Stück an der Zahl, die will ich euch heute zeigen. Sehen echt irgendwie cool aus. Und die sind ganz sicher bei uns in Europa nicht erhältlich. Schade eigentlich. Ja, also ich gehe jetzt mal rüber, bevor wir hier eingeschneit werden. Also Leute, sehen wir uns diese Kuriosität einmal ganz genau an. Die Figuren kosteten etwas mehr als 1 Euro. Vorne zum Größenvergleich ein 50 Cent Stück. Erinnern irgendwie stark an die Kinderüberraschungseierfiguren bei uns. Die Rückseite ist gut leserlich gestaltet. Da ihr alle selber lesen könnt, muss ich es nicht extra vorlesen. Ganz klein, Werbung für Mario-Spiele. Ich meine wirklich klein. Oben an der Box ist ein kleines Fenster eingearbeitet. Sieht man zwar jetzt ein bisschen schlecht, aber da kann man reinschauen zur Figur. Und die Unterseite ebenfalls mit geheimnisvollen Schriftzeichen. Und hier werfen wir einen Blick in die Box rein. Gut ist die Figur und ein Beipackzettel zu erkennen. Hier sehen wir nochmal den Beipackzettel, die Rückseite, zum Vergleich ein 50 Cent Stück. Die gesamten Figuren der dritten Serie. Mehrere Serien, leider habe ich die anderen nicht mehr bekommen. Bei jeder Serie gibt es eine sogenannte Secret-Figur, ist in Asien so üblich, ob es jetzt Dragon ist oder sonstige. Hier sehen wir schon einige Charaktere. Naja, jeder, wo schon Mario gedattelt hat, weiß, um was es geht. Verpackt sie die Figuren in kleinen Plastikbeuteln. So Leute, hier sehen wir den ersten mit der Nummer 30. Ich kenne leider nicht alle Mario-Charaktere auswendig, aber der kommt mir sehr bekannt vor. Leute, unverkennbar. Das sind die asiatischen Kinderüberraschungseierfiguren. Der Sockel an der Unterseite kann extra aufgesteckt werden. Etwas schwer zu erkennen, an der Unterseite 2009 Firma Nintendo. Naja, die haben eine Weile gebraucht, bis sie nach Vietnam gekommen sind. Für viele ist er der größte Held aller Zeiten, Mario. Mit der Nummer 23. Auch hier wieder der Sockel kann extra aufgesteckt werden. Die Figuren sind handbemalt. Kommen wir nun zur Figur Nummer 24, Baby Mario. Erinnert ihr euch? Naja, ist uns auch öfters passiert. Naja, Kopf und Körper passen von den Proportionen nicht ganz. Aber Marios Nase ist unverkennbar. Die Rückseite der Beipackzetteln ist bei allen Figuren der dritten Serie gleich. Es gibt zugeklebte Beutel mit Tesafilm und zugeschweißte. Mamma mia, Luigi, guckt ein wenig Fragen in die Gegend.
Auch die Figur mit der Nummer 25 ist ein wenig, naja, wie Mario, nicht ganz mit den Proportionen ernst zu nehmen. Kommen wir nun zur Prinzessin mit der Nummer 26. Königliche Hoheit mit einem Schnuller, naja, ich habe das erste von der Nase gehalten. Auch hier wieder bestempelt Nintendo 2009. Oh ja, Leute, den kenne ich. Erinnert ihr euch an Super Mario 2? Da oder besser gesagt Super Mario 1? Da tauchte diese Pflanze zum ersten Mal auf. Man stieg auf einen Kanalschacht und biss sie ihm einen in den Hintern. Nix da. Back to nature. Pestizide drauf. Die erste fleischfressende Pflanze mit Zunge. Naja, diese Pflanze wäre was für unseren grünen Ministerpräsidenten. Die Nummer 28 der Mario-Serie. Na, diesen geflügelten Experten, den kennen wir doch auch, oder? Ja, der Bruder guckt immer so treu doof, vor allem wenn er einen über den Haufen rennt. Vor allem, die müssen immer an den unmöglichsten Stellen bleiben. Die erste fliegende Schildkröte mit Stiefeln der Welt. Leute, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Stunden ich mit Mario-Spielen gezockt habe. Ich und mein Team haben die halben 80er und 90er damit verbracht, Mario durch die Labyrinthe zu führen. Kommen wir nun zur Nummer 29. Tja Leute, den Experten kennen wir doch auch noch irgendwo her. Naja, und diesen Nikolaus mit Hockeymaske erinnert irgendwie an Michael Myers aus Halloween. So, die Nummer 32 ist ein alter Bekannter. Na, wer ist schon mal drüber gestolpert? Also Leute, wenn ihr die Figuren mal irgendwo seht, kauft sie euch, die sind wirklich schön. Jeder zockt Mario, aber keiner hat Figuren. So Leute, kommen wir nun zum nächsten. Nummer 33. Na, wie oft haben wir den schon geschnappt und auf die anderen geschmissen? Hier ein Blick auf die Unterseite. Ja, auch hier wurde gestempelt. Nintendo. So Leute, jetzt kommen wir zu einer der Secret-Figuren. Hier sehen wir Luigi und ich glaube, er hat gerade Bowser besiegt. Hier habe ich noch eine letzte Figur, die wahrscheinlich falsch verpackt ist. Bin mir da nicht ganz sicher. Ist da eine andere Figur drin? Sehen wir es uns mal an.
Na Leute, das sieht doch mal richtig cool aus, oder? Das wäre doch was für eure Vitrine. So Leute, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Diese kleinen Figuren sind schon raffiniert gemacht, oder? Ihr glaubt gar nicht, in Asien findet ihr kistenweise, tonnenweise Mario-Figuren. Am liebsten hätte ich da mal einen ganzen Berg mitgenommen und nur mal ein paar Reviews drüber gemacht. Aber ich hatte so viel Zeug dabei, vor allem weil meine Frau mal wieder bergeweise Schuhe eingekauft hat, dass wir wirklich keinen Platz mehr hatten. Ja Leute, was bleibt noch zu sagen übrig? Bis nächsten Freitag, wenn es wieder heißt. Fantastic Toys and Merchandise, euer Retro-Start ins Wochenende.